Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ihr seht es ja selbst und ich hatte es im letzten Video ja auch schon angesprochen. Heute zeigen wir euch ein Video, was schon etwas länger zurückliegt. Ein Video, was am 23. März 2015 entstand, einem Montag, als wir spontan auf der Pirsch waren und uns hier ein Gebäude angeschaut hatten, von dem es hieß, es würde bald abgerissen werden. Eins kann ich euch schon mal vorwegnehmen, also ein kleiner Spoiler. Das Gebäude steht heute tatsächlich nicht mehr, es ist also komplett weggerissen. Ich weiß nur nicht, ob dort heute was Neues steht oder ob es einfach nur weg ist. Wir schauen uns das Ganze jetzt gemeinsam nochmal an und ich hoffe, auch wenn es nicht unbedingt die beste Qualität ist und auch nicht mehr meinem Anspruch entspricht, kommt mit und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch das ehemalige Hauptzollamt. Das Hauptzollamt hier in Leipzig befand sich im Täubchenweg 19 im Stadtteil Reutnitz. Hier wurden ursprünglich vom DDR-Zoll Fachkräfte ausgebildet und später in den 90er Jahren wurde das dann vom BDZ, dem Bund der deutschen Zollbeamten, übernommen und man hatte auch weiterhin hier Fachkräfte ausgebildet. Allerdings zog Mitte der 90er Jahre dann die Zollbehörde um in ein anderes Gebäude und so geriet dieses Objekt hier in Vergessenheit. Es gab keinen neuen Nachmieter, einen Nachnutzer oder gar einen Investor. Mittlerweile hat man dann wahrscheinlich einfach bloß das Grundstück verkauft und das Objekt einfach weggerissen. Es handelt sich hierbei um einen Fertigteilbau aus den 70er Jahren. Alles einzelne Platten, die man bloß zusammengeschraubt hat. Das Aufwendigste an dem Bau war der Keller, denn den hatte man extra ausgehoben zu dieser Zeit. Der Rest entstand dann innerhalb von wenigen Wochen und so hat man das Gebäude dann auch jetzt in den letzten 2-3 Jahren Stück für Stück dann abgebaut.
Man hat es also wieder in seine Einzelteile zerlegt und dann wurde es auch entsorgt. Ich glaube auch nicht, dass man es wieder aufgebaut hat, denn die Zerstörungen im Objekt waren richtig krass. Ihr seht es ja selbst, innen drinne war alles, was nicht nied- und nagelfest war, bereits entwendet, gestohlen oder zerstört, beschmiert. Das Gebäude war nicht schön zu betrachten, es gab wenig, was man wirklich dort fotografieren konnte. Aber so ist es halt manchmal in so typischen abgerockten Gebäuden, die hat man leider manchmal. Wir waren ungefähr eine Viertelstunde im Objekt drin und dann sind wir auch wieder draußen gewesen, weil es einfach schlichtweg langweilig war. Im nächsten Video werde ich euch wieder etwas mit mehr Qualität vor die Nase setzen, also seid nicht böse, wenn es manchmal hier so ein Video gibt. Es ist doch ein interessantes Zeitdokument, denn man kann die Aufnahmen nicht wiederholen. Das Objekt steht ja nicht mehr und so habe ich auch noch einige andere Videos von anderen Objekten, die ich dann für euch bestmöglich aufarbeite, um sie wenigstens einigermaßen anschaubar zu machen. Ich verabschiede mich jetzt zum Schluss noch mit ein paar Bildern und hoffe, wir hören uns und sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, bis bald und ciao.